Ich heiße Eliane und wir sind aus Hart. Wir haben richtig einen schönen Bodensee und wir haben einen richtig schönen Sommertag. Ja, heute mit zum Regionalwetter vom Wetterring Vorarlberg am 22. Juni 2017. Wir stehen da in Hart am schönen Bodensee und es ist wirklich sehr, sehr heiß. Es hat momentan 29 Grad und mit uns da steht auch die Eliane aus Hart. Und Eliane, was tust du gegen das heiße Wetter, damit du ein kleines abkühlen kannst? Ganz einfach, bei Wasser ist es so wunderschön abzukühlen. Im Wasser ist es so wunderschön, da hat sie absolut recht, ja. Das empfehlen wir euch auch, schauen auf unseren Bäderbericht, da seht ihr die aktuellen Wassertemperaturen, welche Schwimmbäder oder Seen offen haben. Ja, und wie es die nächste Deko schaut mit dem Wetter, das werden wir euch jetzt erzählen. Ja, Eliane und alle anderen Sonnenanbeter, die dürfen sich freuen, weil es auch in der nächsten Tag sehr sommerlich Wetter geht in Vorarlberg. Und heute am Nachmittag, da werden wir verbreitet noch einmal bis zu 32 und lokal sogar im Oberland bis zu 34 oder 35 Grad erreichen. Es dürfte somit der höchste Tag vom Jahr werden. Und wir haben ja gestern oder längste Tag gehabt, also Sommeranfang, der kalendarische und das Wetter, die passen momentan sehr gut zusammen. Heute in der Nacht, da sind wieder vereinzelte Gewitter möglich. Es bleibt allerdings meist trocken und so wird es wirklich nur lokal vereinzelt an der Grenze zu Vorarlberg oder vielleicht auch über dem Bergland ein paar Hitzegewitter gehen. Morgen starten wir dann wieder mit ein paar Restwolken im Tag, die sich bald auflösen und so wird es untertags wieder sehr sonnig und heiß mit wiederum Höchstwert von etwa 32 bis 33 Grad und was noch dazu kommt, ist ein strammer und ein lebhafter Westwind, vor allem im Gebirge da, da sind die Böen schon ziemlich stark und Hunner, da schadet der Wind auch nicht, da fühlen sich die 33 Grad nämlich schon deutlich angenehmer als zuletzt. Ja, und der Samstag, der wird dann noch einmal sehr, sehr sonnig. Ein Tag, wo doch einige heiraten, manche Sportaktivitäten machen, viel Trinken ist wichtig. Und diejenigen, die heiraten, die dürfen sich wirklich über ein trockenes Wetter freuen, bis zumindest in der frühen Arbeitsstunde. Im witterer Verlauf wird es vor allem im Bergland entspannend, was Schauer und Gewitter anbelangt. Aber auch dort wird es überwiegend trocken bleiben im Vorarlberg. Und somit haben wir auch recht ein gutes Heuwetter für alle Bauern. Und das jetzt schon seit einer gute Woche. Ja, und am Sonntag bleibt es eigentlich sehr sonnig und sehr heiß. Temperaturen, die erreichen wieder um die 30 bis 32 Grad und auf 2000 Meter da ist es momentan generell so bis zu 18, 19 Grad warm und für die Jahreszeit da wirklich sehr, sehr heiße Temperaturen für die Regionen. Ja, und am Montag, da geht es sehr sonnig und sommerlich Wetter. Wir haben da Tagesgangwetter, sodass es untertags überwiegend mit Sonnenschein zum Rechnen ist. Am Nachmittag entstehen Quellwolken und die können im Tagesverlauf für das ein oder andere Hitzegewitter sorgen. Ebenso noch am Dienstag und vielleicht kippt dann das Wetter vom Mittwoch auf Donnerstag. Bis dahin ist jetzt mal nicht viel Niederschlag zum Erwarten, aber dann könnte eine Kaltfront von Deutschland auf uns zukommen. Die sorgt dann bei der schwüler und labiler Luftmasse noch für ordentliche Gewitter mit Unwettercharakter und lokal auch sehr starker und ergiebiger Niederschlagssummen. Ja, mit deiner wunderbar sonnigen Aussicht, da wünschen wir euch viel Spaß beim Baden und beim Abkühlen, trinkend viel und wir sehen uns im nächsten Regionalwetter-Video am Montag wieder. Hans Fein, ciao miteinander.